Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich stehe jetzt an einer anderen Stelle, als ich aufgehört habe. Das liegt daran, weil ich einmal nochmal speichern wollte und ich gerade eine kleine Pause gemacht habe mit der Aufnahmesession. Deswegen, ja. Genau. So, dann sind wir hier, gehen wir hier nochmal rum, weil ich habe gesehen, dass der eine Herr, und zwar nicht der Verkäufer, sondern den daneben. Würdest du mir die Ehre eines Gesprächs geben? Der wollte mit uns reden. Welche Ehre? Ich... Urmutter sei Dank. Ist alles okay? Brauchst du irgendetwas? Ja. Meine Freunde und ich sahen dich die Banditen aus dem Lager jagen. Gut für uns. Sie stahlen von uns, jagten uns durch die Nacht und lachten. Wir sind Ausgestoßene, keine Krieger. Fast ohne Schutz. Wo kamt ihr denn alle her? Manche von uns haben Jahre das heilige Land durchstreift. Ich selbst. Mein Heimatdorf brannte bei den roten Raubzügen nieder. Ich schäme mich, dass ich es nicht beschützt habe. Aber ich war ein Ausgestoßener, bevor die Karja kamen. Wie habt ihr euch denn alle hier getroffen? Du fragst dich, warum wir miteinander sprechen, wo es doch verboten ist. Aber was sollen wir schon machen? Außerhalb des Beckens, allein. Es war kein Vorwurf. Ich war selbst ausgestoßen. Verzeih mir. Du kannst ruhig fragen. Ich brachte sie zum Sprechen. Ich sagte, dass wir zum Leben als Ausgestoßene verurteilt sind. Nicht, um hier zu sterben. Ein vernünftiger Ansatz. Das stimmt. Warum wurdest du denn ausgestoßen? Ich war ein Trottel. Ich tat nie, was man mir sagte. Ging nie auf die Jagd, wenn ich stattdessen unterm Baum sitzen konnte. Ich stritt mich immerzu mit meiner Familie, legte mich mit den Kriegern an. Einmal wurde so ein Streit ernst. Ich erwischte ihn. Leider viel zu gut. Er fiel um. Und niemand wollte mir ein Wort für mich einlegen. Ich verdiene das Ausgestoßensein. Du scheinst jetzt ein ganz anderer Mensch zu sein. Das hoffe ich. Ja, manchmal... Wir sind alle Ausgestoßene. Aber sowas. Wir können nur zusammen überleben. Dieses einst verhasste Lager könnte uns jetzt nützen. Könnten wir hier bleiben, auch wenn es den Gesetzen der Stammmütter widerspricht? Natürlich, unbedingt. Ha. Darauf hatte ich gehofft. Du... Du bist eine Inspiration für uns. Vielen Dank. So. Passt für die Sorgen, ne? So, was wollen wir denn als nächstes machen? Genau, dann ist ja dort die eine Nebenquest noch, ne? Die hier. Dann gucken wir mal kurz wegen dem Weg. Das ist ja bis da unten hin. Dann können wir nebenbei dann halt auch nochmal den abgrasen. Haben wir das halt auch schon. Und wenn wir denn da waren, wäre halt cool, wenn wir hier nochmal hingehen. Mal guck mal, da oben, der hier, der ist auch noch nicht aktiviert. Und dann können wir ja sonst, was ist das hier? Ach so, das ist wieder... Ich dachte, das hier die Jagd der Loge. Ach so, das ist der Bereich wahrscheinlich, ne? Genau, und dann können wir ja da das Feuer aktivieren und dann können wir mal gucken, dass wir vielleicht hier hinkommen. Was ist das denn hier? Was ist denn? Weiß ich nicht. Ja. Nee, also erstmal den hier. Und dann schauen wir mal, ne? Meine Lieben, da schauen wir mal. Achso, wir müssen mal ein bisschen ein paar Pfeile machen. Ja, 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 ja. Weggelaufen? Habe ich den nicht getroffen?
jeden Fall ein Hase. Bleib mal stehen hier. Oh Mann. Irgendwie habe ich gerade so eine Zitterhand hier. Naja, egal. Das haben wir gerade eben besser hingekriegt. Kein Schmerzmesen wie dieser. Frag mich nicht, wie ich gerade auf den komme. Ich habe keine Ahnung. Ja. So, dann einmal ein Lagerfeuer aktivieren. Müssen wir mal ein bisschen vorwärts kommen hier in der Storyline, ne? So, versuchen wir mal ein bisschen zu rennen. Wir rennen! Achso, glaube ich gerade in die falsche Richtung? Ja. So ist besser wahrscheinlich. Hä? Nee. Da hoch. Na gut, da muss ich erstmal außen rum, ne? Das. Ist das ein Mann? Das ist ein ganzes Rudel, ne? Ich würde sagen, das habe ich doch ganz gut hingedeichselt. Ein bisschen Lue und noch mehr Lue. Ein bisschen Käffchen. Energie. Yay, wir haben ein Lagerfeuer. Was ist das denn für ein Häuslein hier? Das nehme ich lieber mit. So. Haben wir das aktiviert? Ja, dann laufen wir jetzt hier runter. Ganz verpulver. Wow. Kann ich den kann ich doch überbrücken. Den würde ich gerne überbrücken. Dann müssen wir nicht laufen. Dann können wir den hier. Geht das ein bisschen schneller. Ist der nicht ein bisschen hoch? Dann können wir den nicht nehmen. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Alle kaputt. Alle Maschinen mache ich kaputt, weil das lustig ist. Ach.
Und den noch. Ah, na egal. Jetzt haben wir den hier. So. Weil das so lustig ist. Let it flow. Dann wäre jetzt gleich da. Ich war ja gar nicht klettern. So, den hatten wir ja schon aktiviert. Der brennt auch schon schön. Achso, wir müssen mit der reden, ne? Du bist zurück. Ich war schon an diesen Lagern. Da waren nur ein paar Scherben. Das ist seltsam. Wer würde Traumweide stehlen? Vielleicht hat John welche gesammelt. Frag ihn doch mal, wenn es dir nicht so weit ist. Geht gleich weiter. So, John? Du sagtest, ein gewisser John hat vielleicht Traumweide? Ja. Er ist zwar Einsiedler, pflückt aber für den Stamm Kräuter und braut Medizin. Allerdings lebt er westlich von Mutterkrone und die Maschinen in der Region sind etwas lästig. Was für Maschinen? Plünderer. Und Sägezähne. Sehr gefährlich. Ich werde gehen. Leb wohl. Okay, dann müssen wir das machen. Wo ist das denn? Ist das das? Weil dann hätten wir das gar nicht erst machen brauchen, weil das ist da. Okay. Ne, da oben waren wir noch gar nicht. Dann laufen wir. Sollen wir das direkt machen oder wollen wir erstmal das hier machen? Weil ich gehe mal davon aus, dass wir gleich sowieso nochmal mit ihr reden müssen. Dann machen wir das direkt. Okay, wir müssen das mal hier runter. Oh Mutter, so. Vergib uns unsere Schwäche. Zeig uns, wie wir Buße tun können. Siehst du über dein Heiligen? Das ist ganz einfach. Verstoßt nicht immer gleich die Leute, nur weil sie mal gegen eure Regeln schießen. Ich weiß. Treffen wir gleich noch mal unsere Hopse. Mal gucken. Oh, hier können wir überall noch mal Stöcker sammeln. Und Medizin. Ein bisschen Medikamente. Guck mal, da ist unser Hopsi. Wollen wir unser Hopsi mitnehmen? Bis zu dem Berg können wir auf jeden Fall mit den Hopsi laufen. So. Das kann sie auch mal schneller. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Ja. Ich kann so gar nichts vom Weg sehen, aber läuft auf jeden Fall. Auch wenn wir ein Licht haben. Ich muss meine Ausrüstung unbedingt trocken halten. Ja. Es geht alles so viel schneller. Der bleibt aber auch nachher, weil es stehen, ne? Nicht schnell genug. Oh, hier sind Sägezähne. Wow. Oh. What the fuck? Okay. Machen wir die fertig? Wollen wir die mal versuchen fertig zu machen? Okay, hier sind sie viele. Ab. Whoa!
wir jetzt mal ein bisschen safe, aber... War der jetzt gleich bumm? Mach bumm. Macht nicht bumm, das ist doof. Müsste. Ich dachte, ich krieg den noch vor. Hätte doch einfach weitergehen können. Ne? Naja. Das ist dann wieder der innere Monk, weil will alle Viecher tot sehen, wenn man wenn man das ja, so machen will, ne? Ich bin wieder am... Oh. Na toll, wir dürfen den ganzen Weg wieder zu Fuß latschen. Naja, gut. We try it again. La 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 la. Jeder Gang macht schlank. Oh la 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 la. Jeder Gang macht schlank. Können wir nicht den hier rufen? Hier, den hier? Das ging das nicht so. Warte. Haben wir einen? Also, der stand doch da hinten. Hey Schatz. Los, Klitze! Ein Pferdearsch. Ein fetter Pferdearsch. Los. 400. Oh, 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 oh. Kann ich den umnieten? Ah. Ich glaube... Oh, doch, geht. Okay. Ich hab grad falsch. Ah, sollen die da rumgrasen? Die hat man sicherlich damals dann für die Farmarbeit genutzt. Irgendwie reite ich falsch gerade. Weil hier steige ich schon mal ab, weil gleich kommen ja die Segelzahn, Säbezahn oder was hier das waren da. Okay, es waren keine Säbezahn, aber. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Das stimmt. Komm ich da so hoch? Nee, ne? Das ist ja nur so, um runterzukommen, oder? Oh, nee, da komme ich nicht hoch. Das ist aber auch ein Ekelwetter. Komm ich hier lang? Oh, jetzt komme ich nicht. Okay. Komm ich da jetzt hoch? Dann gucken wir mal. Lager. Oh. Ich habe ein Lagerfeuer entdeckt. Warum ist das Telegram? Ist das in der Karte vermerkt? Nee, tatsächlich ist es gar nicht vermerkt gewesen. Da schließt man draus. Wir finden anscheinend auch nicht vermerkte Lagerfeuer. Interessant.
eingesperrt. Okay. Helf mir da! Achso, hallo! Da ist die Tür. Schrei mal weiter. Ich mache erstmal die Kisten bitte! Hier. Erstmal der eigene Vorteil, bitte. Hilfe! Als ob hier jemand hochkommt, mein Lieber. Ich bin eingesperrt! Das freut mich. Sperre die Tür auf. Sperr die Tür auf. Wie soll ich die denn aufsperren? Bitte! Wie sperre ich denn die Tür auf? Boah, es ist eine andere Tür. Ist da jemand? Ah, da. Bitte lass mich raus! Urmutter sei Dank! Ich dachte, ich komme niemals frei. Heule. Was war los? Eine Bande von Ausgestoßenen war das. Stürmten herein, stahlen meine Traumweide und ließen mich zurück. Was? Ausgestoßene? Eine Bande von Ausgestoßenen? Ja, eine Bande. Die Tür flog auf. Ich hatte keine Chance. Sie schnappten meine Traumweide und ließen mich zurück. Wozu stehlen ausgestoßene Traumweide? Na, weil das kostbarste Kraut ist, das ich sammle, natürlich. Elende Diebe. Sonst nahmen sie nichts? Nein. Ich sag's dir. Die machen Geschäfte mit Fremden. Sie wollen Scherben und würden dafür auch töten. Ja. Wo sind die Ausgestoßenen hin? Das sind den Berg hinauf, glaube ich. Du erwischst sie, wenn du schnell machst. Banditenlager. Aber lass dich nicht von ihrem schäbigen Aussehen täuschen. Sie töten dich, sobald sie dich sehen. Oh, ich muss mal durchatmen. Ja, du könntest fürs erste Mal still sein. Das war eigentlich schon hart, ne? Du willst halt endlich deine Klappe. Die Ausgestoßenen müssen Spuren hinterlassen haben. Mein Fokus müsste sie finden. Hören wir die jetzt? Ich sehe aktuell keinen. Spur markiert? Ja, aber ich sehe ja nichts hier. Tja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen. Und er hatte es eilig. Okay, nur das sehe ich jetzt auch. Okay, gucken wir mal, wo wir landen. Die atmet immer schwerer. Das finde ich cool. Sie atmet schwerer, umso höher wir sind. Jawohl. Schieß nochmal. Meine Pfeile sind alle. Die Ausgestoßenen, die Traumweide gestohlen haben. Und sie haben Ärger. Man muss ja irgendwann mal anfangen, ne? Sind sie da hinten? Nein, jetzt hat er mich gesehen. Wow! Urmutter sei Dank! So bin ich, wenn ich unter ihm bin. Wird die anderen hier. Ja.
Idee. So, habt ihr's, ja? Ja. Das war jetzt nicht so schwer. Ich liebe es, mit dem Dingern drauf zu hauen. Wir sind dir dankbar, sofern dir der Dank Ausgestoßener etwas bedeutet. Tut er. Du rettest uns und redest sogar mit uns. Die Stammmütter verstießen mich bei der Geburt. Die Gesetze der Nora bedeuten mir nichts. Dann bist du dieses Mädchen, dessen Mutter es nie wollte. Aber keine Ausgestoßene mehr? Nein. Ich bin Sucherin und suche nach Traumweide. Hm. Das könnte ein Problem sein. Warum? Warum habt ihr die Traumweide geraubt? Weil wir Verwundete haben. Warum würden wir sie sonst nehmen? Etwas Schreckliches ist dem Stamm zugestoßen. Die Krieger schützen uns nicht. Die Maschinen sind erzürnt und im Heiligen Land machen Banditen Jagd auf uns. Würden Ausgestoßene den Brauch brechen und sich zusammentun, wenn sie eine andere Wahl hätten? Aber es war kein Diebstahl. Wir haben Scherben zurückgelassen und wollten Jan bezahlen. Aber natürlich wollte er nicht mit uns reden. Das war trotzdem nicht richtig. Was haben du und die anderen verbrochen? Ich schlug zu, als jemand mein Wild stahl. War meine Schuld. Die anderen haben gestohlen, Bräuche gebrochen oder die Knochen der Metallwelt gestört. Keine Mörder hier, falls du das meintest. Würden die auch wohl schlecht zugeben, ne? Ihr habt Jan aufgemischt. Wie will er das vor lauter Kriecherei bemerkt haben? Er ist ein Feigling. Wir haben ihm kein Haar gekrümmt. Er hat's nicht mal bemerkt. Naja, irgendjemand wird ihn ja wohl eingesperrt haben, oder was? Auch andere brauchen Traumweide. Ihr könnt nicht alles haben. Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ein Gespräch. Zwischen zwei Personen. Ah ja. Vielleicht haben wir mehr, als wir brauchen. Nach allem, was passiert ist, hatten wir Angst. Und nahmen, was wir fanden. Hier. Einen Teil behalte ich, aber der Rest? Möge er zu denen finden, die ihn brauchen. Dafür sorge ich. Passt ihr gut auf euch auf. Und bleibt zusammen. Das ist immer so eine Sache, ne? Der Zweck heiligt halt nicht immer die Mittel, würde ich jetzt mal behaupten. So, kommen wir da hoch? Schaffen wir das? Mal gucken. Den nehmen wir auch mit. Ein bisschen hiervon. Ein bisschen hiervon. So, kehrt zurück zu nach Jun. Schaffen wir das ganz nach oben, was meint ihr? Ne, ich glaube, da ist gleich Ende im Gelände. Es wird aber steiler. Ja, Spielbereich. Ah, hier bin ich. Okay, okay, okay. Es reibt ein bisschen. Es reibt ein bisschen. Guckt man da irgendwie hier lang? Ja, so durch. Mal kurz gucken. Oh, ja, so kommen wir auf den Weg zurück. So. Da wohnt er. Oh! Jetzt habe ich mir wehgetan. Haha, das hört sich auch an. So. Was ist da draußen? Ist da draußen? Ne, der ist dran. Ach nee, der sitzt da. Oh Gott, manchmal bin ich echt blind, ey. Hier ist die Traumweide. Bringen Sie zu Fia in Mutterberg. Die verwundeten Krieger dort brauchen Sie dringend. Oh, ich dachte, die wollen Sie ja. Aber was ist mit den Ausgestoßenen? Haben die Schufte für ihre Taten bezahlt? Sich verbrüdern, miteinander reden und mit uns. Ich hoffe, du warst erbarmungslos. Du weißt nicht, wer ich bin, oder? Sollte ich? Ich wuchs als Ausgestoßene in den Bergen über Mutterherz auf. Das mutterlose Mädchen. Hätte ich das gewusst, hätte ich nie mit dir geredet. Und doch hat dieses mutterlose Mädchen dich befreit und dir deine Traumweide wieder beschafft.
Wärst du nicht so voreingenommen, wärst du nicht so einsam. Ich brauche niemanden. Dann gratuliere ich dir, John. Du hast dich selbst ausgegrenzt. Ich bin fertig. Sorg dafür, dass Fia die Traumweide kriegt. Sonst komme ich wieder. Ich dachte, wir müssen die Fia geben. Weil das hätte ja gepasst, so. Weil dann hätte ich ihn dahin. Und so, wisst ihr, was ich meine? Was machen wir denn dennoch? Ich muss mal kurz gucken, wie viel Zeit haben wir noch. Ja, passt. Ich würde sagen, wir machen einfach eine Schnellreise. Dahin. Nein, warte, aber Schnellreise war. Ja, ja. Wir haben ja ein paar. Dann kann man es ja auch manchmal machen. Noch einen Wegpunkt setzen, damit wir das Ding auch finden. Und dann gehen wir da einmal hin. Stufe 13. Sehr gut. So. Wir müssen da rüber. Dass wir über den Berg. Ist die Frage, ob wir darüber springen können. Wahrscheinlich nicht. Nee, wir müssen außen rum. Oh, ist ja nicht schlimm. Und dann, noch ein echter Glückshund. Boah. Was wohl da unten? Ja, das war echt. Man sollte vielleicht auch manchmal runtergucken. Ich glaube, wir starten jetzt da gleich wieder beim Feuer. Und dann würde ich tatsächlich sonst einfach schon mal die Folge beenden, meine Lieben. Das war's für heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, wisst ihr schon, lasst einen Daumen da, abonniert mich, wenn ihr es nicht schon getan habt. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ich freue mich, dass ich auch endlich wieder spielen kann. Ach, das ist so herrlich. Jedenfalls sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Bis dann.